Freitag, 12. November. Ich bin ziemlich aufgewühlt, etwas konfus, aber mache trotzdem jetzt das Video aus aktuellem Anlass. Ich habe vor 10 Minuten in der Ordination angerufen und habe der neuen Behandlung zugestimmt. Aber der Reihe nach. Nachdem der CT-Befund ja eine Verschlechterung war und sich herausgestellt hat, dass sich mein Tumor vergrößert hat, war natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Und da gab es verschiedene Gespräche und Abklärungen. Gestern Abend war ich dann in der Ordination in Bad Vöslau. Da war meine Ärztin dabei und ihr Mann, der Onkologe. Sie haben sich sehr genau die Befunde nochmals angeschaut und auch nochmals mit dem Radiologen telefoniert, der den Befund erstellt hat. Und der Arzt, der Onkologe, hat mir dann in seiner ruhigen, sehr sympathischen Art erklärt, wie die Situation ist, ohne irgendwie Druck oder Angst oder Panik auszulösen. Überhaupt nicht. Sondern er hat einfach empfohlen, jetzt eine Chemotherapie zu starten, und zwar die sanfteste, die er in seinem Repertoire hat. Eine Chemotherapie, die keine Nebenwirkungen hat, vor allem auch keine bleibenden Schäden verursacht, mit denen er auch jahrelange Erfahrungen hat, offensichtlich. Und die auch quasi in seiner Ordination bzw. bei mir zu Hause durchgeführt werden kann. Das heißt, ich muss ja nicht in ein Spital gehen, was mir jetzt total zuwider wäre, wegen dem ganzen Corona-Wahnsinn und dem, ja, was da dazugehört. Die Behandlung läuft so: Da gibt es zum Beginn eine Infusion und dann während 3 Wochen nehme ich bestimmte Tabletten ein, das, was ich natürlich zu Hause machen kann. Dann gibt es 1 Woche Pause, das ist dann der erste Zyklus. Dann gibt es wieder eine Infusion, die Tabletten und so weiter. Und nach 3 Monaten gibt es eine weitere Computertomographie, eine Untersuchung, um zu schauen, ob der Tumor jetzt gestoppt ist, also das Wachstum, ob er kleiner geworden ist und so weiter. Wichtig ist, dass ich dabei begleitet werde von der Naturärztin, bei der ich eh schon in Behandlung bin, damit allfällige Nebenwirkungen oder sonstige eben die bestehenden Symptome schonend behandelt werden können, damit da alles möglichst natürlich und in ruhigen Bahnen abläuft. Wie gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, ich bin etwas aufgewühlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine rationale, vernünftige Entscheidung war. Es war vor allem eine Bauchentscheidung. Natürlich gibt es auch vernünftige Argumente dafür, zum Beispiel, dass die Krankenkasse die gesamten Kosten dafür übernimmt und dass ich eine Chance habe, jetzt den Heilungsprozess zu beschleunigen, weil ich muss sagen, ich bin ziemlich erschöpft und ausgepowert durch die Symptome, die ich jetzt doch schon über ein Jahr habe, mit diesen ständigen Problemen da mit der Verdauung. Die haben natürlich zugenommen, jetzt durch die Vergrößerung des Tumors. Die Schmerzen haben auch zugenommen und deswegen nehme ich auch die Schmerzmittel in der Nacht meistens. Und jetzt mit dieser Behandlung gibt es doch eine neue Perspektive. Die bisherige Behandlung mit der Budwig-Kost, die werde ich weiterführen, weil ich da ein gutes Gefühl habe, das stärkt den Körper, das reinigt den Körper, das spricht nichts dagegen, das parallel zu machen. Und was mir gestern auch aufgefallen ist, wenn ich mich jetzt entscheide oder entschieden habe für diese schulmedizinische Behandlung, auch wenn es eine sanfte Methode ist, es ist doch eine schulmedizinische, dann beende ich damit einen Konflikt mit der Schulmedizin. Das heißt, ich mache jetzt sowohl als auch. Ich bin naturheilkundlich unterwegs und gleichzeitig schulmedizinisch. Das gibt eine unglaubliche Entspannung in mir. Ich habe nicht das Gefühl, gegen irgendetwas kämpfen zu müssen, sondern ich nutze einfach beide Möglichkeiten. Ich möchte das Beste für meinen Körper und für meine Gesundheit nutzen, damit ich auch meine Energie wieder frei habe, um mich meinen seelischen Prozessen zu widmen, der Befreiung aus meinem beschränkten Denken und mich dem höheren Selbst oder dem Christusbewusstsein zuwenden zu können. Gleichzeitig soll der Körper auch gut versorgt sein. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich habe jetzt mal ein gutes Gefühl. Die Behandlung soll übernächste Woche starten. Jetzt kommt zuerst mal ein Wochenende zur Erholung.